Was geht YouTube? Lord Strawberry wieder zurück aus der Welt von Drakensang Online. Und heute ist Freitag, der 13. und wir öffnen 300 Cubes. Besser wären natürlich 13 Cubes, aber das wäre ganz schön wenig. Und ja, wir fangen mal direkt an. Wo sind sie denn? Hier, 300 Cubes. Zack, ein Legi, wollte ich schon sagen, ein Lila. Und los geht's. Und hoffen wir mal das Beste. Schlecht, alles schlecht. Nicht wundern, auf der letzten Seite habe ich Uniques. Die kann ich also auch nicht füllen, weil ich möchte gerne eine Seite mal voller Uniques haben. Das sieht bestimmt cool aus. Also auch nicht Low-Level Uniques, sondern ja, aktuelle Uniques, also auch mein Level 50. Und ja, das sieht dann bestimmt cool aus. Ah, nichts Tolles droppt hier. Sieht wahrscheinlich auch an der Stadt. Die alte Pedal, das gibt hier nichts Besonderes. So, eine Seite habe ich hier noch. Zack, hier ein größerer Diamant. Das ist doch schon mal schön. So, und dann sind die ersten 100 Würfel sind dann hier schon mal also weg. Und ein Legi. Von 100 Würfeln ein Legi. Das ist jetzt echt mal, das ist ein Witz. Muss ich schon sagen. Also, was die Steine betrifft, war jetzt auch nichts Besonderes dabei. Und das waren 100 Cubes. Naja, ich kann noch ein paar öffnen. Ja, okay. Bevor es voll ist. Nur ich wollte die Seite halt frei halten. Aber, was mache ich denn hier für einen Scheiß? Noch einmal. So. Aber okay, vielleicht bekomme ich ja noch einen Unique. Das passt ja hier rein, ne? Aber wie es aussieht, sieht das schlecht aus. Gut, dann schmeiße ich das mal alles schnell ein und sortiere die Edelsteine. Aber das ist echt, das ist bisher eine Kackausbeute. Das ist scheiße. Ich bin enttäuscht. Gut, weiter geht's mit dem Öffnen. Natürlich ist es heute 13., der Freitag 13. Ist klar, dass man dann Pech hat, ne? Das ist automatisch, das ist Schicksal. Aber das ist jetzt bisher die Ausbeute von den ganzen Cubes. Über 100 waren das ja jetzt und ein Legi. Die öffne ich dann zum Schluss. Und mal gucken, was ich jetzt hier noch so rausbekomme. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück. Man weiß es ja nicht. Noch habe ich ja noch Cubes. Noch habe ich welche. Ah, noch ein Legi. Schultern, natürlich. Was denn sonst? Schrott braucht keiner. Bei den lila Items war eben auch nichts Besonderes dabei. Ich öffne die natürlich auch noch alle. Und da war nichts Tolles dabei. Vor allem, ich brauche jetzt auch eigentlich gar nichts Besonderes. Und ja, mal schauen. Frames stürzt gerade ab. Immer noch nichts Gutes. Das kann doch nicht wahr sein. Wir warten mal kurz. So. Jetzt aber, komm. Ja, wieder ein Legi, aber wieder Schultern. Komm schon. Die letzten zwei mit den letzten 10 FPS. So. Okay, wir machen mal kurz einen Stopp. Ja, ja, so, jetzt geht's weiter nach dem Frame-Abstürzen. In der Hoffnung, dass es jetzt mal nicht abstürzt. Und das ist die Ausbeute jetzt von 200 Cubes. Und 3 Legis, also 3 Legis, 200 Cubes. Ist schon erbärmlich. Irgendwie ist das schon scheiße. Naja, wir öffnen mal die letzten 100 Cubes. Und hoffen, dass da mal was Gutes drin ist. Was war da jetzt noch? Noch ein Stein. Ah, Legi. Ah, vielleicht sollte ich die ein bisschen langsamer öffnen. Ich weiß nicht. Das sind die letzten. Noch ein Legi. Ah, jetzt langsam. So langsam denkt das Spiel sich, oh, wir müssen dem vielleicht noch ein Legi. Schön. Wir müssen dem doch gute Items geben. Sonst farmt der ja nicht mehr. Also ich habe auch nur noch 7 Tage Premium. So. Die letzten 50 gleich. Noch ein Legi. Schön. Hier auf die Seite. Ich weiß jetzt gar nicht, sind das. Was haben die denn für Verzauberungen? Standard? Was sind da drin? Fatal? Normal? Was sind das denn für Verzauberungen dann? Naja, werde ich dann sehen. Was war da jetzt noch? Nur lila. Naja, wenigstens jetzt schon 4 Legis bekommen oder so. 50. Ja, jetzt die letzten 100, die gehen aber ab hier. So, was haben wir hier noch? Zack, 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 ganz schnell mal jetzt hier durchklicken. So, noch die letzten 16 Würfel. Ach, hier ist noch ein Stein, habe ich gar nicht bemerkt. Was war da jetzt noch? Auch noch ein lila. Oh, die wollte ich nicht öffnen. Die sind scheiße. So, immer bei den letzten Würfeln muss Fraps abstürzen. Mein Aufnahmeprogramm. So, die letzten 5 Würfel. 4. Oh, nice. Nochmal kurz vorm Ende so ein Stein. 2. Der letzte Stein. Der letzte Stein, sage ich schon. Der letzte Würfel. Zack. So, das war's. So, dann schmelze ich das mal alles ein. Wir öffnen dann am Ende noch die Legis und gucken, was für eine Ausbeute von Steinen ich habe.
Bis gleich. So, jetzt geht's weiter hier. Und wir gucken uns mal die Gesamtausbeute an von den 300 Cubes. Und zwar ist es das hier. Ist jetzt nicht der absolute Wahnsinn, aber ich bin trotzdem zufrieden. Paar zwei geschliffene. Ist in Ordnung, geht besser auf jeden Fall, aber aus 300 Cubes geht auf jeden Fall besser, aber ich bin trotzdem zufrieden mit den Steinen. So, dann habe ich hier noch ein paar Legis, die öffne ich natürlich jetzt schnell noch. Vielleicht kriegen wir ja hier noch irgendwas, ja, die brauche ich sowieso nicht. Interessantes, glaube ich aber nicht. Ja, auch schlecht. Oh, das kann man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man sowas aufheben sollte. Vielleicht ist das, ja, drei Sockel nur, bei vier ist gut. Aber vielleicht kann ich die benutzen, wenn ich dann nur auf Crit gehe. 90 Schaden ist schon heftig, aber wir haben ja den 13. Freitag. Und das bedeutet, heute ist das Bezwinge, die unbezwingbaren Event kommt ja um 12, glaube ich. Um 12 Uhr. Das bedeutet, ich kriege das Pet, das 80 Schaden macht. Und sozusagen verliere ich dann 10 Schaden, wenn ich dann die ganze Zeit mit dem Pet rumlaufe. Obwohl, Begleiter funktionieren ja nicht in der Arena. Das bringt mir dann nichts, aber rein theoretisch für PvE würde ich dann 10 Schaden nur verlieren und trotzdem 10% Crit-Schaden gewinnen und 400 Crit. Und wenn ich das Ding hier noch aufwerte, boah, das wird schon teuer, 4 Millionen. Und so viel Crit macht das jetzt auch nicht aus. Auf jeden Fall werte ich erstmal das Amulett auf, wie ich hier sehe. Das macht hier viel mehr Crit, das macht 9 Crit, aber das hebe ich mir auf jeden Fall mal auf. Kann man sich ja nochmal irgendwas mitmachen, sicher. So, dann heben wir das, werten wir das Amulett mal auf. Und ja. Schön. Das freut mich. Jetzt habe ich nur noch 67.000 Glyphen. Und ja. So, was kostet 54? 2 Millionen. Das heißt, ich muss jetzt 2 Millionen Glyphen farmen innerhalb von 7 Tagen. Das ist natürlich locker machbar. Und ja, ich würde mich mal bedanken fürs Zuschauen und man hört sich das nächste Mal aus der Welt von Drakensang Online. Tschüss.